Hallo, liebe Hanffreunde. Heute wende ich mich mal in eigener Sache an die Gemeinde. Der Deutsche Hanfverband hat gerade wieder seine traditionelle Weihnachtsspendenkampagne gestartet, denn wir brauchen mehr Geld für unsere politische Arbeit. Ohne Moos nichts los, obwohl schon einiges los war. Wir sind immer noch eine sehr kleine Organisation, gerade im Vergleich zu anderen Lobbyisten hier in Berlin. Ein kleines Team, ein noch kleineres Budget. Und ich bin selbst ein bisschen erstaunt, was wir dieses Jahr damit wieder alles hingekriegt haben. Angefangen mit der Cannabis-Petition, die wir im Dezember, Januar gestartet haben, die über 30.000 Leute unterschrieben haben, etwa 10-mal mehr als bei der letzten vergleichbaren Aktion vor ein paar Jahren. Die Petition wird diskutiert im Bundestag im Dezember oder Januar. Zumindest Teile der Forderungen werden im Gesundheitsausschuss über einen Antrag der Linken diskutiert werden. Also eine recht erfolgreiche Angelegenheit. Jetzt zum Jahresende hin haben wir die YouTube-Merkel-Aktion gehabt. Die meisten haben es sicher mitgekriegt. Die höchst bevotete Frage an Frau Merkel: Was halten Sie von der Cannabis-Legalisierung? Riesenmedienecho, sehr erfolgreiche Angelegenheit, wunderbar. Dann habe ich im Sommer oder Frühjahr einen Brief geschrieben an jeden einzelnen Bundestagsabgeordneten, habe von Abgeordneten aller Parteien Antworten bekommen und auch das hat natürlich die drogenpolitische Debatte wieder ein bisschen gefördert und ein bisschen am Leben erhalten. Gleichzeitig fährt unsere erste Werbemaßnahme durch Berlin, unsere Hanf-Rikscha, Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Dieses Gefährt erfreut Tausende von Touristen hier im Regierungsviertel und am Brandenburger Tor und ärgert sicherlich den einen oder anderen Politiker. Gleichzeitig war ich im September als Sachverständiger im Gesundheitsausschuss geladen und habe dort auf die Problematik von Streckmitteln in Cannabis hingewiesen. Also ein paar Beispiele aus unserer alltäglichen Arbeit, die besonders viel Spaß gemacht haben und die zeigen, dass der DHV mittlerweile doch ein gewisses Standing hat in der drogenpolitischen Debatte, gut vernetzt ist mit vielen Partnern, die uns bei unserer Arbeit helfen. Und dass wir auch in Medien und Politik mittlerweile einen gewissen Namen haben und die drogenpolitische Debatte kaum noch ganz an uns vorbeigehen kann. Andererseits, wie gesagt, kleines Team, kleines Budget. Wir würden gerne mehr machen davon. Wir kommen mit der Arbeit kaum noch hinterher. Also belohnt uns doch mal für unsere Arbeit in 2011 und bestellt mehr davon für 2012 mit eurer Weihnachtsspende. Alle Informationen dazu gibt es auf www.hanfverband.de und ich würde mich freuen, wenn wir dieses Jahr einen besonders langen grünen Spendenbalken auf unserer Homepage haben. Schaut doch mal rein. Ja, und dann wünsche ich euch allen eine schöne Weihnachtszeit und mache mich wieder an die Arbeit. Bis bald.